Servus zusammen, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu den Back 9 bei der RBC Heritage, die wir hier spielen. Harbortown Golf Links, einer der ganz bekannten Plätze, ein Pete Dye Design. Und das sieht man einfach schon an den vielen Bahnschwellen, die dann auch um die Wasserhindernisse hier platziert sind. Also die Bahnschwellen natürlich nicht als Schwelle, sondern senkrecht aufgestellt. Aber man hat sich damals eben auch gedacht, das Ganze könnten wir recyceln, die Bahnschwellen, die Holzschwellen, und hat die eben benutzt, um entsprechende Wasserhindernisse damit abzugrenzen. Und das Ganze kennt man natürlich auch von TPC Sawgrass. So, Freunde, wir spielen die zweite 9. Wir sind an der 10. Scotty Scheffler hat bereits abgeschlagen, liegt Mitte Fairway, und wir sehen, dass die linke Seite hier natürlich ein Wasserhindernis hat und ein langgezogenes Grün, 435 Yards. Da beginnt dann das Grün und in Summe ist die Bahn 461 vermessen. Ein Par 4, und im Moment sieht es so aus, dass wir 3 unter Par liegen, während Scotty Scheffler räumt hier wieder mal ab und zieht durch mit 6 unter Par, 7 Birdies, ein Bogey. Ansonsten, das Leaderboard sieht so aus, dass Scotty Scheffler zurzeit geteilter Zweiter ist mit 6 unter Par und teilt sich das mit Alex Noren, der aber bereits im Clubhaus ist, und minus 8 von Joshua Creel. Das ist das Maß der Dinge. Da wollen wir hin, oder zumindest mal so dicht als möglich. Die meisten sind bereits im Clubhaus. Will Gordon an der 17. Also so viel wird sich da, denke ich, nicht mehr tun. Wir werden uns hoffentlich langsam nach vorne arbeiten können, denn wir sind geteilter Elfter. So, wir werden hier weitermachen. Haben Rückenwind, also können wir hier den Ball Mitte Fairway reinplatzieren. Der müsste leicht nach links springen und dann auch das Fairway hier runterrollen, so sehe ich das. Und wir werden eben noch ein bisschen einen Draw mitgeben und dann sollte das doch hoffentlich so passen. Ich wünsche uns ein schönes Spiel für die Back 9 RBC Heritage. Ja, das sieht ganz gut aus. Und wir werden mal ausnahmsweise etwas länger sein als Scotty Scheffler. We'll need to see on these final 9 holes if they're going to get back into it. That's in the fairway at 10. Now note his second from the fairway. He's got 154 yards to the hole. Swinging it great today. Would not surprise me if he stuck it close. Now it's a decent sized green. It's not bad. Just a little past the hole. So a breeze at his back as he readies his second to the par 4. Okay, wir haben ja ein bisschen Probleme mit dem Wind, das haben wir schon mal gemerkt. Also er kommt hier auf jeden Fall ins Spiel und wir haben natürlich sehr häufig hier entweder Rücken- oder Gegenwind. Mit dem Pitching Wedge hätten wir natürlich auch etwas Spin. Ja, wir müssen eher über, genau, über links kommen. Die Frage ist halt wie immer die Länge. Denn 9 Miles per Hour, er müsste eigentlich länger werden. Er müsste länger werden. Hat aber natürlich auch Spin drauf. Okay. Er sollte jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen vorrollen. Okay, sehr schön. Das passt. As we can see, and a little to the right, but still makeable if you had a good one. 18 feet from the bottom of the cup. Ja, jetzt dürfen wir gespannt sein, ob Scotty da weitermacht, wo er vorhin aufgehört hat. Natürlich. Now that's the way to start the backside. A perfect read. It's a birdie at number 10. Ja. Definitely not say no to that. Also man muss schon sagen, also dafür, dass das wirklich jetzt kein einfacher Putt war, also der ist ganz schön gebrochen. Okay, wir müssen ein bisschen bergauf spielen. Das heißt, der bremst dort vorne. Ja, bremst auf dem letzten Teil. Hat gleichmäßig Break von rechts nach links. Bisschen mehr. Wieder ganz knapp. Schade, schade. Aber gut, das Paar hilft uns auch schon weiter. Aber natürlich müssen wir schauen,
dass wir noch das ein oder andere Birdie spielen. So that in for par to start this backside. Denn right where he is. Im vorderen Bereich sind ja alle schon drin im Clubhaus, also das heißt, da tut sich nicht mehr viel, dass Schläge verloren werden. This 436 yards is another test requiring precision over power. This fairway narrows the nearer it gets to this green, which is surrounded by four unique bunkers. Ja, aber wir werden uns natürlich auf die Par 5 wieder konzentrieren. Da sollten wir auf jeden Fall versuchen, die Birdies zu spielen. Scotty Scheffler hat natürlich weiterhin die Ehre. Einmal konnten wir ihm den Schlag abnehmen. Da hat er tatsächlich das Bogey gespielt. Ah, der ist ein wenig arg weit links. Kommt er da über die Bäume? Ja, der kommt ja glatt über die Bäume. Kein Problem. Tiger Line, wie man so schön sagt. Drive after drive has been superb. And this one, well, as we like to say, is in the mayor's office. Ja, das im Prinzip werden wir das gleiche versuchen. Okay. Weil wir haben ja Rückenwind. Da sollte die Länge kein Problem sein. Ja, gut, viel Kurve macht er nicht, aber ich denke, das passt trotzdem. Er müsste ein bisschen nach links bouncen. Ja, läuft geradeaus durch. Wo steckt die Fahne? Habe nicht geschaut. From the fairway, Noda, this is second. He's looking at 106 yards to the front, 118 to the hole, pin in the right front. Ja, doch, natürlich, sie steckt hinterm Baum, war klar. Jetzt liegen wir natürlich ein bisschen zu weit rechts. Okay. Front right hole location as he prepares his second to the par 4. Aber der Wind hilft uns ein bisschen, aber wir haben auch schon wieder Rückenwind. 60er Wedge, das gefällt mir gar nicht. 54er mit Rückenwind. Ja, vorhin hatten wir Wahnsinns Gegenwind. Na, ich will auf jeden Fall vermeiden, hier in den Bäumen hängen zu bleiben. Okay. Ja, das sieht nicht so gut aus, oder? Wooha! I can't believe what I just saw. What a break. And now what a shot. Ja, da hatten wir diesmal ein bisschen Glück. Da war das Glück auf unserer Seite. War klar. Oh yeah, that one online all the way. It's in for a birdie. Will ja. Certainly help the cause. So, das hatten wir schon mal so ein Turnier, wo im Prinzip gar nichts ging, also wo ein Birdie nach dem anderen gespielt wurde. So, der Ball geht bergab, ganz leicht, 2 inches. Das heißt, wir werden wenig Break haben. Ball online all the way. It's a birdie here at 11. Ja, wir haben kaum eine Chance, aber die nutzen wir. Say no to that. Im Moment Fünfter. Wären natürlich Scotty Scheffler. 30 yards is one of the rare dogleg rights on this course. If you can steer your ball into the fairway off the tee, you'll be left with a very manageable approach to a green flanked by bunkers both left and right. Ja, wie gesagt, Scotty Scheffler jetzt geteilter Erster. Er ist natürlich hier ganz klar auf dem Weg, dieses Turnier zu gewinnen. Ganz klar. Schön, dass die KI wenigstens ein Bogey eingestreut hat. So, der darf natürlich auch nicht zu weit rollen. Once again, another great tee shot. I'm starting to wonder, how low can you go? And the driving has been simply superb. Okay, wir haben wieder Rückenwind. Ja, da würde ich fast sagen, da steckt die Fahne. Wir sollten nicht zu weit, weil sonst haben wir ein Problem. Sonst haben wir ein Problem. Das wären dann 2,59, 4,28. Ja, okay, das ist dann schon noch ein Stück.
Aber wenn er zu weit rollt, dann kommen wir zu dicht an die Bäume. Ja, die Sache ist halt wirklich die, wie wir mittlerweile festgestellt haben, dass wir hier wenig Roll haben. Aber auf jeden Fall haben wir jede Menge Rückenwind. So, wir werden es so probieren. Er macht die Kurve, so wie es der Wind vorgibt. Ja, und jetzt rollt er ein bisschen rein. Das heißt, wir haben freie Bahn zum Grün. 153 zum Stock, das ist okay. Da können wir arbeiten. Now note his second from the fairway. Looking at 153 to the hole. Would not surprise me a bit if you were to stick this one close. Ja, das ist jetzt wieder das Problem, ne? Also der Wind drückt ihn unheimlich nach links. Wir haben aber nur leichten Rückenwind im Prinzip. Ja. Und dennoch müsste das eigentlich reichen, wenn wir noch ein bisschen mehr rechts reingehen. Ja, er ist zu kurz, der ist zu kurz, der landet im Bunker. Okay. Ja, da haben jetzt 2-3 Meter gefehlt. Da war im Prinzip gut. Ja, aber ein bisschen hat gefehlt. Ja, ist natürlich klar. It was a good shot coming in here. I know it's a little long, but still inside that 10-foot circle is always good and even money really to make birdie. Ja, der springt nach links. Okay. Das ist bergab. Wenn er zu lang ist, ist es ein Bergauf-Putt. Ah, jetzt ist er wieder deutlich zu lang. That one kind of took off on him. That'll happen sometimes coming out of the bunker. And that scoots right on by. This is an 11-foot putt. Okay, das ist Level. Wir machen ein bisschen mehr Speed drauf, damit er ein bisschen mehr die Linie hält. Es ist nicht viel Break. Vorne ist es etwas mehr. Sehr gut, sehr gut. Ja, ein schönes Sandy Par. Okay, that'll help the cause. It's a birdie here at number 12. Ja, und jetzt muss man sagen, jetzt wird es langsam langweilig. This is one of the more visually striking holes here at Harbortown, the 373-yard par 4 13th. You've got trees flanking both sides, a few of which spring up right in the middle of the left bunker, leading to an approach to a slightly elevated green with Allen's Dyes signature cypress planks all around. Ja, hier jetzt an diesem Grün, da sehen wir die berühmten Eisenbahnschwellen, mit denen eben das Grün dann zum Bunker abgegrenzt wird. Ja, das ist jetzt auch wieder eine ganz, ganz schwierige Sache, weil natürlich logischerweise diese Holzschwellen auch dafür sorgen, dass wenn man sie trifft, der Ball böse, böse wegspringt. Really starting to make a hard game look easy. Drive after drive has been superb. And this one, well, as we like to say, is in the mayor's office. Sehr schön. 368 Yard ist eigentlich ein verhältnismäßig überschaubares Par 4. Deswegen ist auch die Frage, müssen wir jetzt hier reinkloppen? Ja, wir müssen halt schon hier irgendwo sauber zum Liegen kommen. Auf der anderen Seite, die Fahne steckt kurz. Das heißt, mit Backspin wäre hier besser zu arbeiten. Der Wind. Ja, ein bisschen mehr rechts. Das würde auf jeden Fall helfen. Aber der Wind muss natürlich auch den Ball rüber. Ja, hervorragend. Hervorragend. Ah, that is made to measure right there, right in the center of the fairway.
So, jetzt können wir natürlich mit Backspin arbeiten. He split the middle of the street on this one. He's gonna have a good look. Second shot. This one looks right on point. I always looked inside that 15-foot circle. Anything inside that was gonna be a good shot. So in my book, that's a good shot. Ah, okay. So after the big drive, this a short approach to the par 4. Wir haben natürlich jetzt wieder Rückenwind. Das ist jetzt wieder nicht so gut. Wir werden ein kleines bisschen kürzer spielen, weil der Rückenwind und der Backspin müsste ihn ja dann... Ach, das ist ein Pitch, ne? Okay, Finesse. Mit dem 60er Rückenwind. Er müsste aber dann eigentlich auch spinnen. So, wir schauen uns nochmal das Grün an. Ja, es springt ein bisschen nach links. Es kommt uns leicht entgegen. Okay. Ja, wir verlassen uns einfach mal darauf, dass wir Spin haben auf dem Ball. Und dass er uns ein bisschen zurückkommt. Ja, klar, jetzt kommt er nicht zurück. Alles klar. Ja, Spin-Kontrolle ist alles. In dem Job, in dem Business. Well, he's had great conversion on putts like this. Even when he's not close to the hole, he's left himself with very makeable opportunities. Je länger der Putt, desto mehr müssen wir natürlich links anhalten. Es ist nicht so viel Break. Level. Bisschen mehr. Ja, da geht rechts vorbei wieder mal. Schade. Just gonna sneak on by. Sicheres Paar. 7 feet now for birdie. Ja, und für Scheffler ist es ein sicheres Birdie. Um auf 10 unterzugehen. Confidently done there. That's in for birdie here at 13. Ah, wir haben. Jetzt sehe ich gerade, wir haben auf dem Back 9 nur ein Paar 5. Ist das ein Paar 71 Platz? Das ist ein Paar 71 Platz. Okay, das erklärt natürlich auch wieder vieles. So, aber zwei Birdies wollten wir ja spielen. Okay, safely in for par here at 13. And he'll stay right where he is. Sind wir weiterhin Fünfter, aber wir sind Sechster. Also irgendjemand schiebt sich da noch nach vorne. On to the 14th now. This one almost a mirror image of number 4. It's a par 3 at 192 yards. At 4, the danger was water left. Here, it's on the right with a generous bailout area left of the green. So, natürlich auch wieder ein spannendes Paar 3 hier. Und auch hier sehen wir natürlich die Eisenbahnschwellen und der geht ins Wasser. Der geht ins Wasser, da wollen wir auf keinen Fall hin. Ja, da war wieder so ein berühmter Grafikfehler. Wir sehen es, dass natürlich der Wind den Ball unheimlich nach links, nach rechts drückt. Natürlich springt er auch dann nach rechts. Das heißt, wir werden definitiv uns eher auf der linken Seite aufhalten. So, wir haben Gegenwind. Deswegen ein Eisen 6, Eisen 7, Eisen 6. Ja, wir wollen auch nicht zu kurz sein, ne? Das ist wichtig. Okay. Ja, wir haben Gegenwind. Der müsste auf dem Grün aufkommen, so. Wenn wir den noch ein bisschen höher spielen, müsste das doch hoffentlich passen. Ja, ich glaube, damit können wir sehr zufrieden sein. Sehr zufrieden sein. Alright, you take those all day long. On the green, chance for birdie coming up. Ach du Schande, von wo muss er denn den spielen? Das macht doch gar keinen Sinn.
So, Backspin. Das war der dritte. Ja, aber den puttet er wieder ein zu Bogey. Ist klar, ne? Good stuff. So it is for a bogey four. And that's going to drop him back to four under par. This for birdie now at 14. And he's seemingly had no problem with his reads all round long, so this shouldn't be too difficult. So, wir haben ganz, ganz wenig Break, aber natürlich auf die Länge hin gesehen ist es. So. Na also. Oh, yes, indeed. The line there, perfect. It is in for a birdie. And he's trying to work back into it. Four back with four to go. The sole par five on Harbor Town's back nine is this one, the 15th at 588 yards. Most of the problems here come on that second shot, which requires you either to play a big right to left or to cut the angle, hit it over the trees, and hope you've got it online. Ja, da ist es das Paar 5, wo wir auf jeden Fall ein Birdie spielen wollen. Zum Glück nicht mehr müssen, denn 5 unter war also ein bisschen unser Ziel. Wir schauen mal ganz kurz wieder rein ins Leaderboard, wie es da jetzt aussieht. Und da kommen doch noch einige Spieler nach. Und zwar doch noch hinter uns. Okay, an der 12, an der 13, an der 12. Oh, da ist sogar noch jemand, Patrick Cantlay, an der 8 unterwegs. Und an der 11, ja, da sind doch noch ein paar Spieler. Ich fasse es nicht. Wyndham Clark an der 2. Okay, also das heißt, wir müssen doch ein bisschen angreifen. Denn der ein oder andere Spieler kommt hier noch nach. Wir werden hier ganz links und den Wind für uns arbeiten lassen, denn wir müssen dann eigentlich eher so ein bisschen auf die rechte Seite vom Fairway. Aber wir brauchen auch etwas Länge, damit wir über die Bäume kommen. Ah, wir haben Gegenwind. Okay, dann machen wir das so. Ja, geht sofort nach rechts. Das ist wegen arg weit rechts. Aber er bleibt auch sofort liegen, wie gewohnt. Ja, doch fast 300 Yards bis zum Grün. Scotty mit dem Holz. Bei ihm der leichte Draw zu erkennen. Auch der wird sofort liegen bleiben. Now from way back, better than 300 yards, a second to the par 5. Ja, den kann er natürlich nur vorlegen. Da wird er das Grün nicht angreifen. Natürlich genau hier rein ist richtig, möglichst weit vor, damit man einen guten Winkel zum Grün hat. Okay. Mit dem Holz da drüber geht das. Ja, versuchen wir unser Glück. Wenn wir lang genug sind, kommt das Wasser nicht ins Spiel. Hervorragender Schlag. Ich würde sagen, das war ein sehr, sehr guter Holzschlag. I'm not sure he got every bit of that three wood trying to get home to this par 5 in 2, but still in the ball game for a birdie. Ja, das sieht schon wieder so aus, als wenn er direkt an den Stock legt. Ah, Spin ohne Ende. And that ball looked very good in the air. Just doesn't quite finish up that near to the flag, but still on the green. So, einen Pitch 52. Wir werden mal den Pitch spielen.
Und der müsste dann eigentlich nach links runterrollen. Viel zu kurz. Oh Mann. Viel zu kurz. Ah, die Pitches sind ganz, ganz schlecht. Okay. Flopshot, High Flop. Schade. Das ist jetzt natürlich schon zum Birdie. Wir kämpfen wieder ums Paar. Und schon wieder deutlich zu kurz und mit Spin. Warum? Ich verstehe es nicht. Also die Schläge verstehe ich nicht. But it'll be quickly forgotten, Frank, if he's able to get out of here with his par. Well, you might forget it. I won't. Far from his best. Ja, und er macht natürlich das Birdie, war klar. Nah, the pace absolutely perfect there down the slope. It's in for a birdie. And he'll make a little headway there, but still trailing by four with three holes left to play. So, man kann es schlecht erkennen, aber es ist eigentlich wenig Break. Ja, ist ein bisschen ärgerlich, weil, wie gesagt, wir lagen so dicht dran und wir hätten den einfach nur hinter den Stock spielen müssen. Aber ich habe mir mal gedacht, wir probieren es mit dem Pitch, aber das war überhaupt gar nichts. So, das ist wenig Break eigentlich. Der müsste doch so reinfallen. Ah, yes, Will. Right there. That anstelle vom Birdie, nur das Paar. Ja, ein Birdie würde ich gerne noch spielen, einfach um safe dann in den Top 10 zu sein. The stretch begins here at the 434-yard par 4 16th. It's a dogleg left with an expanse of sand running along much of the entire left side of the hole. Ja, jetzt haben wir noch ein paar 4, dann kommt das Paar 3, was man da hinten schon links sieht. Und dann geht's auf die berühmte 18, auf den Leuchtturm zu. Sauberer, gerader Drive. Ah, ist doch ein bisschen weit rechts, aber es passt, weil der müsste am Baum vorbeikommen. I'm starting to wonder, how low can you go? And the driving has been simply superb. Ja, wir haben Gegenwind. Das heißt, da kommen wir gar nicht hin. Und ich hoffe mal, dass wir hier an den Bäumen vorbeikommen. Oh, nee. Zieht sofort links rüber. Ganz schlecht. Okay, wir liegen plain. And the leaves took enough of the momentum off the golf ball that this is going to wind up in the bunker. Ja, wir liegen aber zumindest plain. This is second. It's 132 yards to the front portion of the green, 136 all the way to the hole, pin just on, pin front left, so he can take dead aim. Could have just done with a little bit more for breakfast, just a little short. Maybe I'm doing a good shot. Ja, das Problem ist jetzt eher, dass wir natürlich nicht hier vorbeikommen. Naja, gut, der Wind hilft uns ein bisschen. 54er, wir brauchen eigentlich mehr. Ja, wir brauchen mehr Länge. Denn wir haben auch etwas Gegenwind. Ja, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Okay. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Auf jeden Fall haben wir noch die Möglichkeit aufs Paar. Vielleicht doch noch das Birdie. Good clean strike out of the fairway bunker, safely on the green and inside 20 feet. Sizable putt from 16 feet.
Level. Stärkeres Break. Am Anfang bricht er mehr. Oh, komm. Ja. Oh, straight into the cup. Well done. That's a birdie here at 16. And he will definitely not say no to that. Scotty with this for birdie. Ah, that a pure roll there. That is down for a birdie here at 16. Will certainly help the cause. Two holes remain as we come to the par 3 17th at 174 yards. You'll want to aim right of that one lone tree in the distance, almost like what you see on the South Carolina state flag. And be sure to steer clear of the bunkers here, because making par from there, not a sure thing. So, jetzt bin ich mal auf den Wind gespannt, weil der spielt natürlich jetzt hier eine ganz große Rolle. Ja, so wie es aussieht, ist eigentlich wenig Wind. Der ist zu lang. Der liegt aber echt schlecht jetzt. Da bin ich mal gespannt. Spice on that one. That flies the green and he'll be chipping out of the rough. Da bin ich jetzt... Oh, der Wind ist extrem. Der Wind ist extrem. Eisen 9. Das wird ein richtig schöner Draw. So, der müsste jetzt doch Richtung Stock gehen und hoffentlich auf den Grün aufkommen. Und der ist wieder zu kurz. Wieder ein Stückchen zu kurz. Da hat nicht viel gefehlt, dann wäre das ein guter, richtig guter Schlag geworden. Now a second to this par three. Ja, ein Pitch wieder. Okay. Ja, ich tue mich jetzt gerade wieder ein bisschen schwer. Eigentlich stehen wir ja überm Ball, beziehungsweise unterm Ball. Das heißt, er müsste unheimlich nach links gehen. Auf der anderen Seite geht er nach oben. Komm, jetzt roll hin. Okay. Da haben wir zum Glück noch mal ein bisschen kürzer gegriffen. Ach, das ist ja interessant. Also der wurde deutlich näher zum Loch gelegt, der Ball. Also das war jetzt eine ganz komische Geschichte. Was ist es, der zweite oder der dritte? That, not really the best of chips right there. I was expecting something sort of tap in range, yeah. But that is anything but. Ja, also das war jetzt ein wenig sehr merkwürdig, weil der Ball lag hinter dem Baum und da wurde der Ball weiter nach vorne gelegt und So, Level und wir haben doch ein ziemliches Break hier. Able to save his par and he'll remain right where he is. So, um dieses Pärchen haben wir auch wieder kämpfen müssen. What a finishing hole this is at 472 yards, the par 4 18th. Most will try to aim just right of that Hilton Head lighthouse in the distance, and that sets up an approach with trouble left and long and a large bailout area to the right. Ja, da hat man jetzt hinter der Tribüne, sieht man das berühmte, ja, den berühmten Leuchtturm, der auch im Logo von diesem Platz, glaube ich, ist, soviel ich weiß. Harbour Town.
Da hinten ist eben der Hafen, der Yachthafen. Und hier hat man eigentlich eine große Landezone. Aber natürlich möchte man auch möglichst dicht ran spielen, damit man genügend Luft hat. It all looks so simple when you're going good, doesn't it? And that is yet another solid drive. So, wir haben natürlich Gegenwind, das ist nicht ganz so dolle. So, da können wir eigentlich auch definitiv hier reinspielen, weil bis da vorne wird er nicht hinkommen. This one starting a little left off the tee. Ja, da macht er noch 2-3 Yards. Viel ist da nicht drin. 187. Die Fahne steckt, glaube ich, rechts kurz. Aber wir werden sowieso keinen Spin haben. Ja, auf die Länge werden wir, glaube ich, nicht allzu viel Spin kriegen. Aber Mitte grün wäre okay. Sehr schön, kommt sofort zum Liegen. Fast Pin High. Eisen 6. Wir haben Gegenwind. Mit dem Eisen 6 kommt er hin. Wir spielen das Eisen 5. Nochmal schauen. Mitte grün. Okay. Komm, bleib liegen. Sehr schön, da können wir doch das Paar spielen. Now this for another birdie. And this very makeable here. I see almost no break. Ja, er sieht kein Break. Ich sehe schon ein bisschen Break. Okay, wir werden auf jeden Fall etwas kürzer spielen, weil 3 inches down. Er kriegt ein bisschen Speed. Wir haben ein kleines bisschen Break nach links, dann haben wir wieder vorne ein bisschen Break nach rechts. Das heißt, erst geht er ein bisschen links und dann müsste das Break-In wieder rüber drücken. Wir verlassen uns jetzt mal ein kleines bisschen auf den Kollegen. So, und jetzt müsste er wieder etwas rechts. Bottom of the barrel for birdie here at 18. And that will finish off our round of golf. Scheffler now. This for birdie. Und das Birdie macht er jetzt nicht. Ha! Ich fass es nicht. Okay, 11 unter. Aber es gebührt dem Turniersieger, dass er den letzten Putt macht. Okay, so that will wind up a par at the last. And that's gonna wrap up our 18 holes of golf. So, jetzt sind wir mal gespannt, wie sich das hier noch weiterentwickelt. Im Moment geteilter Vierter, geteilter Fünfter. Und ich glaube, so dabei bleibt stehen. Frank nein. In the mix, much of the week. It'll be a top 10 finish, but maybe a chance to rue few missed opportunities. Depends how you look at it. I agree with you. Definitely some missed opportunities, but there's enough good there. So how do they show up next time, though? I think that's the key. So, for Frank Nabilo, Nota Begay III, and Iona Steven, I'm Rich Lerner. We'll see you next time on EA Sports PGA Tour Golf. Ja, das soll es also gewesen sein von der RBC Heritage und dem Harbortown Golf Links. Golf Links, ich glaube, Golf Club, ich weiß es jetzt gar nicht, wir werden es gleich sehen. Final Round und natürlich hat Scotty Scheffler mit minus 11 hier den Vogel wieder mal abgeschossen, aber wir sind auch sehr, sehr zufrieden mit dem minus 7. Wir haben, wie gesagt, uns kein Bogey eingefangen, nur Birdies und insofern passt es und wir hatten wirklich auch 2-3 Mal wirklich scramblen müssen. Wir mussten da ein kleines bisschen kämpfen an dem einen oder anderen Loch. Dafür hatten wir eben auch 2, 3, 4 gute Birdie-Chancen eigentlich, die wir hätten haben müssen. Ein bisschen ärgerlich war dann doch die Geschichte an dem Paar 5 an der 15, dass wir da nicht wirklich nach dem guten zweiten Schlag mit dem Holz nicht ordentlich ins Grün gekommen sind, um uns eine Birdie-Chance hier zu erarbeiten. Da mussten wir dann auch ums Paar kämpfen, aber dafür war dann doch das ein oder andere
Ja, Birdie mit dabei, mit dem wir nicht gerechnet haben. So, die RBC Heritage Final Round. Scotty Scheffler, 11 unter Paar, spielt hier eine 60. Wieder keine 59 auf der Karte. Da hat er dann am Schluss noch die zwei Pärchen gespielt. Zwei Pärchen hat er gespielt, wobei an der 17, wie gesagt, kam mir etwas verdächtig vor, wie man hier gearbeitet hat. So, wir waren lange Zeit mit 7 unter Paar auf dem 4., dann 5. und plötzlich sind wir am Schluss dann doch hier auf dem geteilten 7. Dafür wird es aber ein paar Gummipunkte geben, auf jeden Fall auch natürlich für den FedEx Cup. Martin Laird, Austin Smotherman und wir teilen uns den 7. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 auf dem geteilten 2. Das passt schon hervorragend. Russell Knox, okay. Sehr schön. Und Joshua Creel, der ja hier gut gestartet ist in das Turnier, am Ende geteilter 2. mit minus 8. Aber wie gesagt, minus 11. Scotty Scheffler einfach nicht einzuholen. Okay, das soll es erstmal soweit gewesen sein. Wir schauen mal, was wir jetzt hier bei Harbortown gekriegt haben. Harbortown Golfling, so heißt das Ganze. Wir kriegen wieder unsere Gummipunkte und können unseren Golfer noch nicht ableveln, aber im Pro Pass gibt es ein Level Up und ihr seht es, ich habe schon lange, lange nicht mehr gespielt, deswegen starten wir hier bei 2 bzw. Level 3. Okay, soweit, so gut. Wir schauen mal, was wir hier im Karrieremodus jetzt hier bekommen haben. Lasst mich mal schauen. So müssten wir das doch, glaube ich, sehen. 77 Punkte, Scotty Scheffler 500. Das ist eigentlich Standard für die guten Turniere. 77 Punkte haben wir bekommen. Und wir schauen jetzt mal in die FedEx Cup Rankings. Da sieht es eben so aus, dass wir immer noch mit 1220 Punkte führen. Und das Interessante ist eben, dass Scotty Scheffler nirgends zu sehen ist. Also der kommt irgendwo weit, weit hinten. Das hat mich schon ein kleines bisschen gewundert. Okay, sehr schön. Was sagt mir denn beim Official World Golf Ranking? Auch da sind wir ganz vorne mit dabei. Aber hier, Scotty Scheffler Nummer 3. Jo, die Statistik werden wir uns schenken. Ansonsten sehen wir die nächste Woche Mesquite Classic, Wolf Creek Golf Club. Wolf Creek Golf Club. Oh ja, ich glaube, wir wissen alle, was das bedeutet. Das ist ein ganz, ganz spezieller Platz und da muss ich mir echt nochmal Gedanken machen, ob wir den wirklich spielen wollen. Aber warum auch nicht? Es gibt 500 Punkte, ein Feld von 160 Startern und wir können natürlich diesen Platz spielen. Wir müssten nicht, aber ich denke, wir spielen ihn. Das war ganz lustig. Wobei Wolf Creek, wie gesagt, extrem schwer mit extremen Höhenunterschieden. Da ist es wenig der Wind, die Höhenunterschiede und da war auch dieses Par 3, glaube ich, was ganz, ganz schwer anzuspielen ist. Aber wir haben uns ja in der Zwischenzeit deutlich verbessert, unser Spieler, unser Golfer. Hier unser Pepper Woods hat ja mittlerweile einiges dazugelernt und hat auch seinen Skill entsprechend erhöht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Das war es wieder mal hier auf der PGA Tour. In unserer Season haben wir das 13. Turnier gespielt, Week 13 und wir wollen noch einige hier vor uns haben, wie wir sehen. 19 haben wir noch vor uns und vor allen Dingen noch einige spannende Majors und einige spannende Plätze sind zu spielen, bevor wir hier tatsächlich am Schluss in die Championship, in die FedEx Championships kommen, in die letzten 3 wichtigen großen Turniere. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen, sage Tschüss, Cheerio, bis zum nächsten Mal wieder hier bei mir auf dem Kanal.